Oh Mist, wir brauchen neue Parts, wir brauchen neue Parts, wir brauchen neue Parts und ich habe eigentlich keine Zeit, aber wir kriegen das hin. Nein, eigentlich habe ich schon Zeit. Eigentlich habe ich schon Zeit. Eigentlich war das nicht richtig, dass ich keine Zeit habe. Okay. Eher keine Konzentration. Na, Konzentration, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir gehen einfach mal rein und ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Oh, und ich weiß wieder, wo wir waren. Ich muss den zweiten Teil von diesem Röhrenlicht. Ach ja, das wird jetzt super mit. Oh Gott. Okay, ich weiß den Anfang noch. Ich musste hier hinten rum. Dann konnte ich da klettern. Dann konnte ich die killen. So. Und dann kann ich die da rüberschmei. Ja, rüberschmeißen. So. Und sobald ich jetzt hier losgehe, geht das Ding halt auch los. Also ab da läuft dann der Timer, wie auch immer der I.O. aussehen wird. Okay, wir starten das mal schnell. Dann gehe ich hier rein. Dann nehme ich das Ding mit. Dann gehe ich hier auch wieder rein. Dann setze ich den da drauf. Oh shit, das war dumm. Ne, ich muss. Welchen muss ich denn da draufsetzen? Ich muss hier hinten hochklettern. Also mit dem kann ich ja hinten rum. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was da alles abgeht. Also klar, jetzt ist der Timer, was auch immer dieser Timer darstellen soll, schon abgelaufen. Aber ja, stimmt. Doch, ich weiß wie, ich weiß wie. Also ich muss erst in die Röhre. Die muss ich da draufsetzen, dann muss ich hier zurück und dann kann ich hier hinterher. So. Was auch immer das bedeutet, den umzustellen. Oh Gott. Wie soll man denn da durchkommen? Ach du. Grüne Neune. Okay. So. Na gut, den Anfang muss man halt immer wieder machen. Oh, ich kann eigentlich auch gleich drauf. Und dann ja gleich hier hinten rum. Ah, da ist jetzt ein Block. Oh, der hätte den vielleicht aufgehalten. Aber was soll mir das, ne? Also ist er da drüben. Und jetzt fällt er runter. Oh, der würde da stehen bleiben. Okay, ich verstehe. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, wie ich hier durchkomme. So komme ich hier durch. Okay, so. Jetzt wäre die Röhre eigentlich noch hier. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Röhre wäre noch hier. Die Röhre hier bleibt auf jeden Fall dahinter, egal was ich mache. So, ich komme wieder hier nach vorne, weil die Röhre bleibt auf jeden Fall dahinter. Da oben ist der Mond, dann ist hier das Ziel wahrscheinlich auch schon. Und dann muss ich beide da hochwerfen. Ich muss den hochwerfen. Ja. Das ist es auch. Das ist alles. Das ist alles. Ich muss den da hochwerfen. Und den anderen auch, dann kriege ich die Shell und dann sind wir alle happy. Okay. Das ist ja gar nicht so viel. Das ist nur wieder ein größeres, ja, größerer Abschnitt. Aber eben. Ja, also die Zeit wird das Ding. Die Zeit wird das Ding. Kann ich das irgendwie schon vorbereiten? Nehmen wir mal an, nicht. Nein, ich wollte. Oh, ja, das war schon Schwachsinn. Ich muss da rein. Muss da ja hinterher dann. Wenn ich da jetzt hinten langlaufe, löse ich den auch aus, ne? Das will ich ja nicht. So. Aber wozu drücke ich diesen On-Off da oben eigentlich? Das Ding ist ja schon richtig, der fährt ja hier schon durch. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wofür will ich den drücken? Ach, weil er sonst hier hängt. Ah, ich verstehe. Okay, jetzt hätte ich den drücken müssen, dann würde ich hier durchfahren. Okay. Okay, gecheckt. So. Und dann hätten wir jetzt hier beide. Und dann würde ich mir jetzt die Shell hier gönnen. Gut. Und so komme ich an den nicht mehr ran, weil. Oh, doch, das könnte sogar auch gehen.
Notfalls würde es, glaube ich, auch gehen, wenn ich es komplett versauen würde. Okay, aber dann haben wir es eigentlich. Jetzt theoretisch gecheckt. Müssen wir es nur noch umsetzen. Es hat jetzt auch zeitlich nicht so knapp gewirkt. Wenn man sich nicht komplett dumm anstellt. So, dann hier durch. Ja, gar kein Eck. Kriegen wir hin. Okay, kriegen wir hin. Gut. Gut, gut, gut. Kriegen wir hin. Ich kann ja dann durch die Röhre hier durchgehen. Und dann bin ich da drüben. Wobei, ist schwierig. Vielleicht sterbe ich, aber wir werden es ausprobieren. Wir werden es ausprobieren. Könnte schief gehen, wir werden es ausprobieren. Ja, aber, ne? Dann geht es hier durch und dann wird da wohl das Ziel kommen, schätze ich mal. Auf jeden Fall kommt da der Mond. Die Frage ist jetzt noch, wie komme ich an den Mond ran? Was muss ich dafür noch beachten? Ah, dafür muss ich die Shell bestimmt behalten. Dafür muss ich die Shell so schmeißen, dass der Stein am Leben... Also, dass die Shell am Leben bleibt. Das wird sein. Da, 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 da. Mist. Okay, das ist ein bisschen... Also für Schnellklettern ist es ein bisschen eng alles, aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Gar kein Thema. Schön. So, und jetzt kann ich doch hier einfach rein. Genau, perfekt. Und komm hier raus. Sehr gut. Gut, ja, dann, die Reihenfolge dürfte egal sein, ne? Nummer 1. Und Nummer 2. So. Jetzt, wie gesagt, nach Möglichkeit... Okay, nee, die Shell kann ich nicht behalten. Das ist ja ein Tötungsblock. Okay, was kommt hier jetzt noch? Oh, die kann ich wahrscheinlich mitnehmen. Okay. Okay, es geht jetzt nur noch um den Mond. Müsste doch jetzt funktionieren. Oh, bitte. Oh, wait. Ich falle da drüben runter. Kann ich die dahinter werfen und dann laufe ich da dagegen oder geht die kaputt? Scheiße. Das ist nicht das richtige Ziel. Ah, das ist nicht das richtige Ziel. Okay, aber wir haben den Mond. Aber wir haben den Mond. Und es war jetzt nicht so schwierig, dahin zu kommen. Okay. Gut. Dann, ja. Müssen wir das nochmal machen. Aber das ist nicht weiter schlimm gewesen. Das passt. So, zack. Das könnte jetzt ein bisschen knappi werden. Das könnte jetzt ein bisschen knappi werden. Vor allem, wenn ich den noch ein paar Mal verwerfe. Ja, die ist... Ja, ich war eh zu dingsig. Okay. Badabdam. Badabibubububum. So, zack. Sehr schön. Das ist, wie ich mir das vorstelle. So, na, komm, nimm mit. Hier schnell durch. Ohne großen Stress. Dann hier rein. Und gerade so mitgenommen. Huh! Gut, Nummer 1. Nummer 2. Ach so. So. Mond brauchen wir ja nicht mehr. Das heißt aber jetzt irgendwie... Ach ja, okay, verstanden. Verstanden. Ich kann die ja hinter das Ziel werfen. Und dann da durchgehen. Und dann ist das richtige Ziel. Okay, ja, das ist das richtige Ziel. Gut.
Okay. Ja, haben wir doch nochmal 10 Minuten gebraucht für den Rest von dem Level, aber das passt. Und Mond haben wir auch. Das heißt, wir können direkt in die Mond-Stage zurücklaufen. Das werde ich gerne tun. Dimension Door kann mich erstmal. Das ist, ja. Das muss jetzt noch nicht sein. Und ja, meine Extra-Monde kamen aus diesen Bonus-Stages, scheinbar habt ihr geschrieben. Ist auch interessant, dass man die einfach bekommen hat. Go left at uncontested power. Go left at uncontested power haben wir noch nicht. Also uncontested power haben wir noch nicht. Wenn wir irgendwann den Namen mal lesen, werde ich mich nicht dran erinnern. Sehr gut. Okay. Ist wahrscheinlich auf der Oberwelt, wenn irgendwo. Es gibt ein Level Uncontested Power. Wir können mal gucken, ob wir es schon finden. Uncontested Power. Pit-Level klingt ja auch gruselig. Da! Go left! Secret Shortcut. Okay, das ist lustig, aber man hätte sogar einen Pfeil gesehen. Also es zeigt sogar an, wohin man gehen kann. Okay. Nette Ge Und täglich grüßt die E-Mail. Aber nette Geschichte. So, wir wären jetzt jedenfalls erstmal bei diesem Level hier. Pipe, nee, Quatsch. Bei diesem Level hier. Money Shot. Okay, rein da. Erstmal wieder auf der Oberwelt speichern. Zack. Und los geht's. Oh je, ich höre schon wieder Yoshis. When spinning, you won't automatically shoot fire. Instead, you shoot based on what direction is held. Hä? Okay, Hilfe. Also ich habe jetzt gar nicht geschossen. Na, egal. Jetzt nicht das Zentrale, dass man da. Oh, ah, da muss ich da drauf. Okay. Das wird ein interessantes Level. Ah, die andere hätte ich treffen müssen, okay. Deswegen heißt es Money Shot. Man muss immer gezielt treffen. Aber dafür hat man ja die. Die genau. Ah, hätte ich schießen müssen. Okay, aber soweit sieht es. Soweit sieht das doch alles ganz. Das war nicht so gut. Ganz nett aus. Ach, Dummkopf. Rutschen. Rutschi, hui. So. Genau so. Zack. Oh, jetzt habe ich den verpasst. Okay. Ach, Mist. Wir haben ja schon öfter über unpassende Musik geredet. Ich weiß nicht, dieses ist ein Geisterhaus, da passt jetzt das auch nicht so ganz. Aber es ist egal. Die Musik an sich ist ja schön. Und ich werde mir abgewöhnen, 10 Minuten lang über das gleiche Thema zu reden. Wie zum Beispiel Save States? Nein. Okay, so. Ach, Mist. Hui. Ja, aber danke für das Feedback zu dem Safe State Thematik Dings. Wo war, wie, wo, was? Hä? Das war nicht richtig. Okay, was hätte ich da tun sollen? Der Ansatz war vielleicht richtig, aber dann nicht mehr. Ach, so rum, so rum, so rum. Okay, verstanden. Und dann da hochwerfen. Okay, alles klar. Gut, verstanden. Hui. Das ist bisher ein sehr angenehm zu spielendes Level. So, von den Indikatoren her auch alles sehr nett.
Ganz anders als dein Menschendor. So. Und rüber und hoch. Und. Oh, das ist schon der Midway. Ja, nice. Das ist tatsächlich sehr angenehm. Chilliges Level. So, was ist jetzt los? Okay, die kann ich noch nicht abschießen. Dann muss ich da wahrscheinlich spinjumpen. Ah, und dann. Okay, und dann schieße ich in die Richtung. Hm? Ja, verstanden. Und dann muss ich darüber. Okay. Mhm. Und dann hätte ich das Spin schaffen müssen. Okay. Gut. Ah, da, das war, da, das war, das hat wehgetan. Okay. Okay, da muss ich dann gerade nach oben. Ich habe das nicht, die Wolken nicht richtig interpretiert auf Anhieb. Ja, ja, man muss schon jetzt ein bisschen zielen. Okay. Jetzt muss man ein bisschen zielen. Headshot. Nein, Money Shot heißt es ja. Nicht Headshot. Hier heißt es jetzt Money Shot. Zack. Ach, und da darf ich nicht drauf landen. Eieieiei. Ach Mensch, ich bin schon wieder zu doof zu koordinieren, eine Richtung zu drücken und zu spinjumpen. Und dann muss ich da. Okay, dann muss ich darüber und dann war wieder eine blaue Münze. Das heißt, da geht's wieder mit Spinjump dann weiter. Ja, das Gimmick von dem Level ist im Prinzip dieser Spinjump, dass man eben in die Richtung, in die man drückt, auch schießt, wenn man dann schießt. Und man schießt nicht automatisch, sondern wie es eben vorhin in der Textbox erklärt wurde, ist es tatsächlich auch. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, dass das Level so funktioniert, wie es das Level erklärt hat? Man weiß es nicht. So. Oh, da muss ich Geduld haben. Und warten. Buddy, buddy, bam, bam, bada, buddy, bam, bam, buddy, buddy, beep, 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 boop, bum, budum, budum. Ach, Mist. Wie gesagt, koordinieren. Das ist einfach so schnell immer vom Spinjump zum normalen Sprung wechseln. Koordiniert kriege ich solche Sachen immer nicht so einfach. So. Wobei ich ja wahrscheinlich einfach mit dem Spinjump weiter hier springen könnte. Auch hier. Ja. Ich kann die Taste ein. Jetzt hätte man halt noch schießen müssen. In meinem Kopf ist halt noch so drin, ich mache einen Spinjump, ich schieße automatisch, aber das tue ich eben nicht. Ich schieße eben nicht automatisch. Ich muss die Taste drücken. Das ist das Gimmick hier. Mist. Sonst würde man wahrscheinlich auch nicht gezielt treffen, die Viecher. Boah. Da bin ich immer noch zu ungeduldig. Hey, der erste Teil vom Level lief so gut und jetzt hänge ich hier an diesem Anfang vom zweiten Teil. Okay. Und da ist dann auch schon das Ziel. Nice. Hab zwar noch kaum gesehen, wie es da weitergeht, aber. Das war zu wenig. Also irgendwie muss ich dann wieder zurück, ne? Das haben wir schon wahrgenommen. Muss den On-Off auslösen und dann wieder irgendwie zurück. Ah, das. Die Stelle ist doof, dass man da so warten muss und dann genau den richtigen Moment erwischen muss, um dann loszulaufen. Ist irgendwie ein bisschen doof, die Stelle. So. Lauf doch, Kollege.
Dadurch, dass das Schießen die gleiche Taste ist wie Rennen, lasse ich die dann auch los und renne dann nicht. Also, das ist der nächste Punkt. Ich schieße mit der gleichen Taste, mit der ich renne. So. Und das macht, das verwirrt mich. Weil dann schieße ich und lasse die Taste ja eigentlich los, will aber ja weiter rennen, also muss ich sie wieder drücken. Deswegen nicht wundern, wenn ich an der einen Stelle immer kurz langsamer werde. Da vergesse ich die Taste wieder zu drücken. So, aber wahrscheinlich ist halt auch genau das hier die Schwierigkeit. Mist. Ah, Mist. Nein. Mach keinen Quatsch, Kollege. Mach keinen Quatsch. So, zack. Ja, das habe ich mir gedacht. Das muss wirklich sitzen. Oh, Mann. Bisschen mehr Konzentration, okay? Das war wieder, das ist das, was ich meine. Da verliere ich den die Geschwindigkeit, weil ich die Taste loslasse. Nein, schon wieder. Ich muss schießen und ich muss aber die Taste danach weiter gedrückt halten. Das ist das Ding. Ich habe schon wieder losgelassen. Ich werde bekloppt. Eigentlich sollte ich... Ich soll's anders... Nein, so geht's auch nicht. Ah, ich... Ich muss die... Na, ich muss halt einfach gleich wieder drauf drücken, die Hand, sobald ich geschossen habe. Den Finger. So, zack. Okay, sehr schön. Lauf! Und zurück. So, was kommt jetzt? Na, zu bald. Ah, da geht's dann senkrecht wieder nach oben. Gut. Da ist dann auch gut, dass wir nicht schießen durch einen Spin-Jump, sonst würden wir alles kaputt machen. Und das wollen wir ja auch gar nicht. Nein, schade. Ich denke, wir kommen der Sache langsam näher. Und dann kommt da oben noch der Chucky. Da muss ich wahrscheinlich schnell genug schießen dann. Aber das sollte auch nicht das Problem sein. Yes, das passt. Zack. Und drüber. Na, okay. Ich hab's immer noch nicht so richtig gesehen, was dann da oben passiert. Ich sehe nur, dass da so ein Chuck ist, aber ich habe noch nicht so richtig wahrgenommen, wie genau es da oben dann weitergeht. Boah, Junge. Kein Part, ohne dass die E-Mails reingehen. Gut. Das war viel zu bald. Aber so langsam sollten wir es dann... Wenn man nicht solche Anfangsfehler noch machen würde, dann sollten wir es so langsam auf der Zielgeraden sein bei dem Level. Yes. No. No. Oh, ich bin so ein Doof. Was? Jetzt habe ich aber wieder nicht geguckt, was da oben alles ist. Da leuchtet so viel. Aber ich glaube, das sind die Lampen, die in Deko sind. Ich sehe, dass so viel im Augenwinkel... Nein! Ich sehe, dass so viel im Augenwinkel leuchten, aber ich glaube, das sind nur die Lampen, die hier auch überall Dekos sind. Das sind keine Objekte. Das sind einfach nur die Lampen. Wahrscheinlich muss ich einfach nur schnell rüberrennen und halt den Chuck dabei erledigen. Also einfach... Ja, da ist ja nichts anderes. Einfach nur gezielte Schüsse dann auf den Chuck. Ja, das ist dann eigentlich auch alles. Dann haben wir es doch jetzt theoretisch schon. Na, Manu! Nein, wieder zu wenig. Ah. Ärgerliche Momente.
So. Habe ich in letzter Zeit eigentlich wieder Dammit gesagt? Weil Counter mag das ja immer nicht. Und ich habe es, seit er es geschrieben hat, habe ich wieder versucht, das abzustellen. Weiß nicht, ob es passiert ist. Sollte es passiert sein, I'm sorry, gerade denke ich dran. Es nicht zu sagen. So. Glaube ich zumindest, dass ich dran gedacht habe. Weiß es nicht. Unterbewusst an sich eigentlich schon. So. Zack, zack, zack. Sehr schön. Lauf! So. Also da ist der... Ja, an sich muss ich den einfach nur erledigen. Können wir bitte den on-off drücken? Oh mein Gott. Dankeschön. Och, jetzt bin ich wieder da reingerannt. Wie ein ganz großer. Nein, dieser Anfang. Ich. Der weiß schon. Der Sweet Dude weiß schon, warum er hier den Midway Point gesetzt hat. Das ist einfach so eine Stelle, wo man echt viel stirbt. Kommst du denn jetzt rein? Oh, das reicht wieder nicht. Gut. Nicht so gut. No. No. No, 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 no. No. Menno. Zack. Zack. Weiter. Zack. Nein. Gutsche Kuschen müssen. Oh, zack, zack. Ach, Mann. Also, eigentlich ist es doch keine schlimme Stelle. Es ist doch mal wieder nur so ein... Trotzdem kriege ich es nicht hin, sie öfter zu schaffen als nötig. All. Nein, es bin ich zu hoch. Das war wieder ein. Ja, Mensch. Das ist nicht so leicht. Nein! Dass man die Geschwindigkeit verliert, ist so dumm. Ich drück doch schon alles gleichzeitig. Mist. Boah, das ist so knapp. Und jetzt passt's wieder. Oh. Ey, es passt so selten. Es passt so selten. Aber nein, ich werde nicht mich von diesem Level unterkriegen lassen. Wir bleiben dabei, noch keine Safe States zu setzen. Weil das wäre an sich eine typische Stelle für einen Safe State, ne? Wenn man da einmal durch ist, setzt man dann einen Safe State. Ich... nicht hin.
Also ich krieg's grundsätzlich schon hin. Aber zu selten. Aber zu selten, das ist das Problem. Was war das denn? Wie lange ist es jetzt her, dass wir da hinten waren eigentlich? Viel zu lange, richtig. Viel zu lange. Ey, wie eng soll dieser Sprung sein? Ja. Es ist halt echt nicht viel... Du hast halt echt nicht viel Zeit, bis diese Plattform fällt. Okay, wir kommen mal wieder rüber. So, jetzt schön ruhig bleiben. Den on off in Ruhe drücken. Wofür drücke ich? Ach, den drücke ich, um da hinten hochzukommen. Ja, klar. Na, oh Mann! Die Stelle ist so doof. Das reicht wieder nicht. Es ist, wie ich schon oft gesagt habe, es ist immer so eine Stelle in einem Level, die einen aufhält und alles andere hält einen eigentlich nicht so wirklich auf. Das andere habe ich halt noch nicht oft genug gespielt, als dass ich da sagen könnte, es hält mich auf. So, das habe ich einfach noch nicht so richtig intuitiv drin. Aber die Stelle hier kriege ich halt auch nicht intuitiv rein. Bekloppt. Also, wenn wir bei 40 sind und wir sind immer noch hier, beende ich den Part. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt keinen langen Part auf, also keinen noch längeren Part aufnehmen. Selbst wenn wir dann das Level noch nicht abgeschlossen haben, dann tut's mir leid, aber wenn wir bei 40 Minuten sind, beende ich diesen Part spätestens. Entweder wir schaffen es vorher. Oder nicht? Okay. Nein, ich dachte, wir kommen rüber. Nein, sorry, dazu. Es passt immer. Irgendwas passt immer nicht. Dieser, ups, das war blöd. Geht das noch irgendwie? Nee. Mann! Okay. Nee, Hilfe. Okay, ganz ruhig bleiben. Von hier aus ist alles noch möglich. So. Jetzt einmal nicht in dieses Ding reinrennen. Das habe ich jetzt zum... Weiß ich nicht, wie oft mal gemacht. Wie vielten Mal? Ich renne jedes Mal in das Ding rein, bevor ich hochspringen kann. Da wäre es dann wirklich sinnvoll, mal ein bisschen vom Speed zu gehen. Ho!
Das wird auf jeden Fall mein Thumbnail. Die Stelle wird auf jeden Fall mein Thumbnail. Die sehen wir auch im Video am häufigsten. Dann kann man die auch ins Thumbnail packen. Mann! Nein. Yes, yes, yes. Mist. Nein, das reicht nicht. Das habe ich gesehen. Ey, nee. Das Problem ist vor allem, ja, jetzt geht's los. Immer wieder die gleiche Stelle spielen. Sorgt bei mir dann immer für irgendwann für so eine richtige Müdigkeit. Weil es einfach dann nur noch eintönig ist. Es ist einfach nur noch eintönig. Wer musste mit mir anfangen zu gähnen? Schreibt's in die Kommentare. Komm schon. Oh Mann! Jetzt. Okay, so, jetzt langsam, langsam, lang. Es war mal ein neuer Fehler. Es war immerhin mal ein neuer Fehler. Er war zwar ziemlich genauso blöd, aber es war mal ein neuer Fehler. Nein. Hier schon kommen, wir kriegen die 40 Minuten und dann ist die Frage, ob ich konsequent bleibe. Und sage, wir machen... Oder wir schaffen es noch. Das wäre natürlich auch eine Idee. Ach, so nicht! Oh, Mann. Nein, das reicht nicht. Das reicht. Langsam. Hoch. Das wäre es gewesen. Oh, Mama Mia. Okay, das wäre es gewesen. Ich muss dann nur in Ruhe das Viech kaputt schießen. Das ist alles. Und ich habe genug Zeit dafür. Es sind zwar fast die 40 Minuten, aber wir haben es. Mein Gott, was ein Level. Also, nee, das Level war voll cool. Es war eigentlich nur diese eine Stelle mit den Plattformen. Die war kritisch. Das war die kritischste Stelle überhaupt. Okay, dann gibt's nächstes Mal Mulligan. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.